Willkommen zum Trash Tuesday. An diesem Tag werden wir jeden Dienstag die trashigsten, mülligsten, total unnötigen Spiele, die wir finden können, let's play. Heute ist Parquet 3D Airplanes unser erstes Spiel. Start Game. So, wir sind auf einer Landebahn. Oh mein Gott, ich kann ein Flugzeug lenken. Oh mein Gott, es ist so spannend. So, wo müssen wir jetzt einparken? Shit. Okay, ich schaffe es sogar, dieses schlechte Spiel zu failen. Oh, jetzt ist gut. Oh, um die Kurve und... Oh, eingepackt. Ich hab's geschafft. Oh, geil. Flugzeug sieht zwar nicht ganz so frisch mehr aus, aber ich hab's geschafft. Continue. Okay. Drittes Level. Hart. Was ist hier oben, wenn ich drauf drücke? Oh, man kann die Kameraansicht wechseln. Kann es sein, dass das jedes Mal das gleiche ist? Ah. Okay, langsam wird es wirklich etwas langweilig. Okay, aber dieses Level werde ich jetzt nicht schaffen. Ah. Oh yeah, Captain. Mhm. Oh wow, dieses Spiel macht einfach so viel Spaß. Das ist der Wahnsinn. Wie viele Level gibt's hier? Oh Gott. Oh, wie ekelt. Oh mein Gott, man kann das Flugzeug ändern. Best Game ever. Okay, hier stehen schon Krankenwagen dabei. Okay, sind wahrscheinlich keine. Aber ich nehme mal das jetzt. So. Level hier. Wieso gibt es dafür einen Practice-Knopf? Was soll man hier dran bitte schön üben? Entweder man verkackt es oder man verkackt es nicht. Also, man muss ja sagen, so manche Developer sind ja echt richtig kreativ, muss man ja sagen. Und einfach ist das Spiel irgendwie auch. Ich spiele das im harten Modus, aber es ist überhaupt nicht hart. Ich frage mich, ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Ah. Na gut, ich habe keine Lust mehr. Weiter zum zweiten Spiel. So, das zweite Spiel klingt auch schon sehr vielversprechend. Der Wash Machine Simulator 2001. Also die modernste hier. So, ich scroll mal ein wenig runter. So, was sollen uns diese Tasten sagen? Oh. Kennt das hier? Oh nein, bitte sag nicht, das ist es. Also, es sieht so aus, als könnten wir diese Waschmaschine wirklich richtig gut kontrollieren. Ah, oh Gott. Warum? Warte mal. Wir kriegen Punkte dafür. Ehrlich jetzt, eine Waschmaschine zu drehen. Oh Gott. Was passiert mit mir? Okay. Ich glaube, es reicht. Oh. Ein neuer Sound. Oh. Jupp, ich habe echt nichts Besseres zu tun. Ja. 2 Stunden später.
so viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So. Das muss man jetzt mal sagen. Ist wirklich der beste Simulator, den ich hier gesehen habe. Oh mein Gott, ist das eine Hammer. Wollt ihr den Titel dieses Simulators sehen? Nothing. Dieses Spiel heißt Growth. Und ich weiß nicht, was ich jetzt drücken soll, was ich überhaupt machen soll. Oh, ich kann mich bewegen. Ah. Lol. God, they're everywhere. Geil. Also. Ah, ich verstehe. So. Nein. Scheiße. Lustige ist, dass dieses Spiel sogar einen Sinn hat. Das ist... Hätte ich nicht gedacht. Shit. Aber das geht doch gar nicht. Das schafft man nie auf Zero. Ich bin ja erst bei minus 6. Okay, minus 4. Shit. So, das war die erste Folge Trash Tuesday. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich wünsche noch einen schönen restlichen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.